Hi, hier ist der Frank vom foodblog-hamburg.de. Wir wollen heute mal wieder backen, weil wir endlich unsere KitchenAid weiter ausprobieren wollen. Nein, Quatsch, weil es uns einfach Spaß bringt und wir finden immer nur Kochen. Man kann ja auch wunderbar sich schöne Bagels zum Beispiel machen und die klasse belegen mit wunderschönen Zutaten. Das ist genauso gut, wie wenn man sich was Tolles zu essen kocht, halt mal was anderes. So, jetzt kommt erstmal unser Trailer. Ich habe natürlich wieder ein bisschen was für unsere Bagels vorbereitet. Wir brauchen wieder ein bisschen Mehl. Wir brauchen ein bisschen Zucker. Man braucht ein bisschen frische Hefe. Vorgewärmte Milch. Die tue ich jetzt erstmal in meine Hefe hinein. Die genauen Mengen, wie viel man braucht, schreibe ich unten in die Einkaufsliste. Danach könnt ihr das dann euch besorgen. Die Sachen, die man nicht zu Hause hat. Und da steht auch viel genauer drin. Es ist ganz häufig, dass wenn ich hier für euch koche, dass ich dann mir sage, nee, ich mache heute nicht so viele, weil wir kriegen keinen Besuch. Oder ich weiß nicht, wer noch welche haben möchte. Jetzt zum Beispiel die Bagels. Und dann weicht das so ein bisschen von meinen Rezepten ab. Deshalb, unten ist ein Link, da könnt ihr euch die PDF runterladen. Und hier geht das Deckel nicht ab. Doch. Und dann könnt ihr das auch ausdrucken als PDF. Ganz häufig ist es so, dass ich die komplette Anleitung unten drunter auch schon mit reingeschrieben habe. Dann habt ihr die auch gleich komplett und könnt die runterlesen. So, jetzt habe ich meine Hefe hier in die Milch getan. Jetzt müssen da bei mir noch 1,5 Esslöffel Zucker dazu. Das Ganze muss wieder schön umgerührt werden, damit unsere Hefe so ein bisschen anfängt zu arbeiten. Jetzt ist das schön aufgelöst. Ich mache da ein Tuch drüber. Das nur, damit da kein Zug dran kommt. Und dann stelle ich die hier hin. Wobei, hier kommen ja selten Züge vorbei. Ist ja keine U-Bahn-Station. So, als nächstes brauchen wir jetzt unser Mehl. Das habe ich schon mal vorbereitet und habe mir das abgewogen. Das ist 550er Mehl. Man kann das notfalls auch mit 405er machen. Aber mit 550er wird das wesentlich schöner. In dieses Mehl tun wir jetzt schon mal unsere weiche Butter, die jetzt hier nicht rauskommen will. Habe ich vorher schon mal abgemessen. Dann brauchen wir 1 Esslöffel Salz. Den tun wir hier so schön an den Rand. Wunderbar. Ich trenne mir jetzt ein Ei. Geht natürlich vor der Kamera wieder nicht, doch geht wunderbar. Das Eiweiß brauchen wir nachher zum Bestreichen der Bagels, bevor sie in den Ofen kommen. Und das Eigelb tue ich jetzt hier mit hinein, damit sie schön fluffig werden. Jetzt sind ein paar Minuten vergangen. Meine Hefe hat so ein bisschen Arbeit geleistet schon, hat sich wunderbar aufgelöst. Ich tue die jetzt hier einfach mit zu meinem Mehl hinzu. Und dann werden wir das Ganze jetzt gleich mal in meine Rührmaschine tun. So, schön in die Maschine. Man braucht das gar nicht so anzuknallen, weil das zieht sich von alleine fest. Den runterklappen. Und so auf mittlerer Stufe laufen lassen. 5-6 Minuten, bis das ein richtig schöner Teig geworden ist. Unser Teig war jetzt 10 Minuten in der Maschine, ist schön gerührt worden. Wir haben noch ein bisschen Milch zuführen müssen, weil nicht genügend Milch vorhanden war. Also nicht genügend Flüssigkeit, der war noch super trocken. Ich habe mir jetzt ein bisschen Mehl hier in meine große Schüssel getan. Tue die hier auf den Tisch. Habe mir mal meinen Teig zu einer schönen Kugel geformt. Tue die hier hinein. Tu da schön mein Tuch drüber und tu den jetzt für eine Stunde an einen schönen warmen Ort. Wir haben jetzt unseren Teig für ungefähr 45 Minuten gehen lassen. Er ist ja schön groß geworden. Ich nehme den da jetzt eben aus unserer schönen Glasschüssel und forme da jetzt eine lange, runde Stange von. Ich werde jetzt meine Teigrolle in 8 Teile teilen.
Die sollten schön gleichmäßig sein. Nochmal zu dieser Unterlage, auf der ich hier arbeite. Das ist eine Silikonunterlage, die ich die letzten Male ja alle schon immer benutzt habe. Die hat sich sehr, sehr bewährt. Ich werde euch unten einen Link reinmachen. Solltet ihr die darüber kaufen, bekomme ich ein bisschen Prozente bei Amazon. Ich habe jetzt aus meinen 8 gleichmäßigen Teigteilen runde Kugeln geformt und werde da jetzt gleich meine Bagels draus machen. So, jetzt bevor ich jetzt gleich meine Bagels hole, 1 Liter habe ich schon reingetan. Einen 2. Liter Wasser tue ich jetzt hier auch noch in meinen Topf. Der muss jetzt gleich zum Kochen erhitzt werden. Einmal kurz das Wasser. Da müssen jetzt 2 Esslöffel Honig hinein. 1, 2. Das müssen wir natürlich jetzt gleich mal schön umrühren. Meine Bagel-Rohlinge sind jetzt wieder da. Die mache ich mir jetzt so ein bisschen platt. Also es gibt 2 Möglichkeiten, Bagels zu machen. Einmal kann man sie jetzt ja ausrollen, macht sich dann da halt so runde Streifen und verbindet die miteinander, dann hat man die auch. Oder man nimmt sich halt einen Holzlöffel und macht damit einfach in der Mitte ein Loch. Geht dann da mit dem Finger rein und zieht sich die halt so ein bisschen so auseinander. Dann kriegt man diesen netten Ring dann auch zusammen. So, Nummer 1. Das mache ich jetzt mal eben schnell mit meinen ganzen Teigkugeln und forme da mal eben schnell meine Bagels draus. So, mein Honigwasser ist da schön am Kochen. Ich tue da jetzt mal schön immer so 2 Bagels parallel rein. 30 Sekunden. Einmal umdrehen. Ich habe hier mein Eiweiß, was wir vorhin übrig hatten, und pinsel damit jetzt gerade mal eben meine Bagel ein, um dann gleich sie da in dem Sesam ein bisschen zu wenden. Immer so nehmen und schön da reinschmeißen, genau. Schön gleichmäßig, überall Sesam. Und dann aufs Brett tun. Ich backe immer 4 Bagels pro Ladung. 180 Grad Ober-Unterhitze. Wunderbar. Da bleiben die jetzt 15 bis 18 Minuten drin und dann sind die ersten fertig. So, die ersten 4 sind fertig. Die nehmen wir jetzt mal raus. Die sehen doch toll aus, oder? Sehr schön. Ja, finde ich auch. So langsam wird es an meiner rechten Hand warm. Haha. So, dann werde ich jetzt die anderen 4 da gleich drauf tun. Und dann gehen die auch noch in den Backofen. So, ihr Lieben, jetzt haben wir unsere restlichen Bagels auch aus dem Backofen geholt. Hier schön 2 auf Wunsch von Jajuk mit Sonnenblumenkern. Den Rest haben wir ja alles mit Sesam gemacht. Sehen sehr lecker aus, sind schön fluffig. Echt klasse. Damit ist der erste Teil von unserem Video abgeschlossen. Ich werde das jetzt hier auch beenden, werde aber gleich im Anschluss weitermachen. Und ja, genau, die 15 Minuten sind um. Und werde dann Vorschläge euch zeigen. Ich habe hier schon so ein bisschen Lachs liegen und gekochten Schinken und ein bisschen Guacamole und so. Da werden wir gleich schöne Belege da drauf machen. Einfach nur, um euch vielleicht so ein bisschen zu inspirieren. Da machen wir aber ein zweites Video draus. Damit würde ich dieses Video jetzt beenden. Sollte es euch gefallen haben, wäre es toll, wenn ihr uns einen Daumen da lasst. Das, was immer alle YouTuber sagen. Daumen da lassen. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns. Denkt an die Glocke, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn es was Neues bei uns gibt. Habt ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge, unten reinschreiben. Ich antworte sofort.
an alle Firmen, ja, falls ihr irgendwie möchtet, dass wir mal irgendwelche Geräte von euch testen, einfach unten reinschreiben, anschreiben per Mail, alles kein Problem. Unsere Homepage kennt ihr ja auch, footblog@hamburg.de, da findet ihr unsere E-Mail-Adresse ja auch. Das sollte ja alles nicht so das Problem sein. Ja, damit beende ich den ersten Teil von unserem Beagle-Video und tschüss sagen und Frank vom footblog@hamburg.de. Bis gleich, es geht weiter. Guckt euch das nächste Video an. Ciao, ciao.